Aber jetzt ist einfach K.O.-Phase und jeder Punkt zählt. Man hat es sehr gut bei Adi gesehen, ne? Die erste Runde, das erste Match, da war er noch ein bisschen nervöser, das Adrenalin war ein bisschen höher. Und dann, ne, im zweiten Durchgang, dann war er natürlich nochmal anders da. Und genau das ist das, worauf natürlich Abo aufpassen muss, dass diese Fehler nicht passieren. Aber, ja, ich bin gespannt. Also nur vom Zugucken ist man jetzt schon die ganze Zeit so aufgehypt. Und hier. Das war auch schon der erste Punkt. Ja. 1:0 für Maelo. Der Netzroller, die Entschuldigung von Abu, 1:1. Wen siehst du im Finale? Ich glaube Abu. Oh, ein Aufschlagfehler von Abu. Haben wir noch keiner gesehen heute, glaube ich. Ah, oh, ja, das ist die Konzentration. Ja, es ist die Konzentration. Aber ich sehe eigentlich Abu im Finale, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt tatsächlich 4:1 zurück. Hatte er aber auch schon im ersten genau, Spiel. Genau, genau. Die beiden kennen sich schon. Es geht auch im Tischtennis ganz schnell, ne? Hast du heute auch selber gemerkt, plötzlich 30 Sekunden nicht aufgepasst, steht es 0:5. Ja, aber gefühlt. Das Gute ist, du kannst dich immer wieder zurückkämpfen. Ja. So, natürlich. Ein, zwei Netzroller, irgendwie ein ekelhafter Kantenball. Manchmal ist das Glück auch auf deiner Seite, das kann man auch gebrauchen. Jetzt ist gerade nicht da. Der zweite Angabenfehler. Aber der Druck ist natürlich umso höher, ne? Also je mehr die Punkte nach oben gehen, je mehr du im Rückstand bist, umso weniger Risiko willst du auch eigentlich eingehen, weil du weißt, scheiße, ich will lieber sichere Bälle spielen dann. Maelo spielt so gerade so ein bisschen wie so ein spanischer Sandplatz-Tennisspieler. Topspin einfach rein und es klappt. Also ich 7:2. Also das ist gerade ein Spiel, wo ich Abu irgendwie selber nicht wiedererkenne. Ja, also, Abu hatte im Vorfeld gesagt, er spielt ungern gegen Leute, die kein Tischtennis spielen. Und Maelo spielt, spielt Tennis. Ja, unangenehm, ich weiß. Er spielt Roland Garros. Ja, da ist er. Guck mal, da war die Rückhand, da war sie. Und jetzt muss man gucken, ob ihm das auch Kraft geht. Aber ja, Maelo ist auch athletisch, ne? Der ist auch... Ne, agil, man sieht das, der hüpft hin und her. Geile Rückhand hier von Abu. Aber da kommst du nicht ran, ne? Das ist natürlich... Oh, geht da noch drauf? Oh. Aber jetzt kommt er immer besser ins Game. Aber jetzt, man merkt es halt, ne? Ab dem Viertelfinale, Halbfinale sind natürlich die Partien nochmal deutlich ausgeglichener. Die Leute sind auf Augenhöhe, es kann alles passieren. Es ist spannend bis zum Schluss, aber ja. 4:8. Oh, das sind genau diese Momente. Das ist genau das. Es steht 8:4 und dann kriegt er diesen ekelhaften Kantenball. 9:4 statt 8:5. Das ist das Problem. Du liegst schon zurück und dann kommt nochmal so ein Glückstreffer und der ist so ein bisschen auch in deinem Kopf drin, sodass du weißt, scheiße, jetzt fühlt sich das nicht so an, als ob das Glück auf meiner Seite ist. Aber vielleicht kann sich Abu da nochmal fangen und zurückfinden ins Spiel. Wir haben heute schon viel gesehen. Chat, wir sind im Halbfinale, ja. Das ist das Halbfinale. Oh. Volles Risiko beim 5:9. Habe ich eben auch gehabt. Man muss es dann auch nochmal gehen, weil man das Gefühl hat, dann... Oh, krass, okay. 11:5. Bin ich ehrlich? Überrascht mich. Ja, überrascht uns alle. Aber es überrascht mich nicht, weil Maelo sehr gut gespielt hat. Ne? Also, das war ein sehr geiles Match auch. Schweizer Sandplatzwühler, Maelo. Aber ich glaube, da kommt auf jeden Fall eine Reaktion von Abu in Satz 2. Muss auch bei den Aufschlägen sich vielleicht... Ticken mehr Zeit lassen. Einfach die 3 Punkte geschenkt quasi einfach. Abu hat mir davor einen guten Tipp gegeben. Mach ruhig. Und eigentlich braucht er genau diese Ruhe jetzt auch gerade, genau, die er davor in den Spielen hatte, um wieder reinzukommen. Genau das ist es. Aber ich muss auch sagen, oh, ganz stark von Abu, und aber Maelo war noch dran fast, ne? Der hat den noch fast noch rübergedrückt auf die Platte. Ja, manchmal denkt man, ich habe den auch schon Dinger rübergeschmettert, ne, in der Runde davor, und die kamen wieder zurück. Ich sag, was der Ball war doch schon draußen, in Mülheim habe ich den hingeschmettert. Aber ja. Ach jetzt, das ist halt Tischtennis auch, ne? Man muss auch mal die Wand sein. Ja, eben. Und auch wenn wir seinen Vorhandgriff sehen, hätte gern Funbos Analyse gern dazu. Da waren gerade alle, guck mal hier, 4 Finger an der roten Seite, auch eher ungewöhnlich. Ja. Aber hey, die klappt. Sicht ist auch von oben. Oh. Die Sicht ist auch von oben echt mega nice, ne? Also ich sehe das ja sonst die ganze Zeit immer nur von vorne. Jetzt gucke ich mal hier richtig aus Zuschauersicht drauf. Der ist, glaube ich, über die Platte trotz Netzkante. 4:3 für Maelo. Geht in Führung. Ist das spannend. Ja, man darf das nicht unterschätzen. Man darf es nicht unterschätzen, dieser Druck, der jetzt im Halbfinale da ist. Und dann dieses Mentale, das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn. Man wünscht sich auch, dass die ganze Zeit die Leute, also dass alles ruhig ist, damit du irgendwie fokussiert bist. Ja, Abu, der jetzt auch gerade noch die gelbe Karte kassiert hat. Gelb?
gab die Gelbe für Abu. Und 3:5. Der ist sichtlich angefressen jetzt, aber verkürzt zum 4:5. Abu. Warte mal, wenn der nochmal was macht, rot, dann ist er raus, oder? Bei roter Karte gibt's Point Penalty, meinte Maelo. Ja. Aber da ist er doch wieder. Vielleicht war die gelbe Karte doch für was gut. 5:5. Abu ist wieder da. Ja. Sollte Maelo diesen Satz gewinnen, zieht er ins Finale ein. Und nicht nur er zieht ins Finale, eine Riesenüberraschung, kickt den Favoriten von allen und auch vom Chat raus. Und auch hier verkantet er den. Das ist so krass beim Tischtennis. Das ist jetzt, er verschlägt einen leichten Ball, schlägt am Ball vorbei. Den trifft er gar nicht, Abu. Auch den zu viel. 8:5. Und das ist schon so ein bisschen, so bei 8:5, das fühlt sich, der Weg ist weit irgendwie, der Weg das ist wieder lang. Auszugleichen tatsächlich. Aber da ist doch alles drin, im Tischtennis ist alles möglich. Ja. Kommt er zurück und der das ist braucht drauf. Er. Das ist die Rückhand, die er braucht. Das sind die Bälle, die Abu jetzt braucht. 8:6 für Maelo. Ja, und die längeren Ballwechsel, ne? Du hast sie eben schon angesprochen, dass die kommen. Ah, da hat er eigentlich die Oberhand. Abu und haut den danach ins Netz. Maelo verlässt sich auf seine Defense-Kunst und das macht er wunderbar. Auch den spielt er wieder hoch. Oh. Er kommt drauf. Oh. Ganz stark jetzt von Maelo. 10:6. Damit Matchball. Haben wir 4 Matchbälle für Maelo. Aber denkt dran, im ersten Spiel stand es 10:7. Und Abu kam nochmal zurück. Er muss natürlich jetzt ruhiger spielen. Risiko. Und das und tatsächlich ist es soweit. Eine Riesenüberraschung. Maelo schlägt in 2 Sätzen Abu, den Top-Favoriten, mit 11:5 und 11:6. Und da haben wir es auch schon durch. Boah, der Schweizer Sandplatzwühler. Kickt sie alle raus hier. Ich reich mal Wahnsinn, Ruhe, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber jetzt kannst Abu, du vielleicht sagen, rüber. Ich habe gegen den Gewinner verloren. Was das wäre dann wieder gut, oder? Ganz gut, ne? Geil. Aber ich habe auch gegen Adi und Paul verloren. Ihr habt richtig Bock. Und die Anspannung auch. Die Anspannung ist da. Wir haben kein einziges Wort geredet, nichts überhaupt mehr so richtig. Nicht. Ja, das wäre das nur, gemerkt. Nee, nur ab und zu aufgeregt und ein bisschen sauer gewesen. Hey, aber es lief sehr gut, muss ich sagen. Fantastisch, möchte ich fast meinen. Maelo, für dich heißt es ab ins Finale. Ja, und wir schauen gleich natürlich, wer da auf dich wartet. Abu, ein paar Worte von der anderen Seite noch. Ja, super, danke, dass ich hier sein darf. Bringt Spaß, Tischtennis ist so eine coole Sportart. Und der Bre hat gut gespielt. Hey sehr Jungs, gut. Klapp in den Chat für Abu. Selber ja, wirklich. Abu hier noch sich den langen Weg nach Köln gemacht und ja, wirklich. Direkt abgeliefert. Ey, das war richtig, richtig geil, dass du dabei warst, Bro. Und wir begeben uns gleich schon mal ins zweite Halbfinale mit Ali Totoro gegen Paul Frege. Ein Riesen-Matchup. Und ich gehe weiter ans Kommentatorenpult.